Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Ja, ja, hallo. Du hast auch schon wieder Hunger, wa? Schlimm, schlimm, schlimm. Können wir hier was ernten? Können wir was ernten? Nein, wir können nichts ernten. Ich habe auch nichts Neues gepflanzt, aber ich hole natürlich dieses Ungeziefer hier von meinem Grundstück. Das kann ja... Oh, hallöchen, du kleine Biene. Mitnehmen. Gibt's hier Eier? Ostereier? So, die Biene können wir mal wo reinpacken. Komm, die packen wir mal hier rein. Ich tippe immer daneben. Die Biene platzieren. 9 von 10. Hier gibt es bald Honig. Lecker, lecker Honig. Ich würde... Was wollte ich denn eigentlich machen? Ach ja, richtig, genau. Ja, feiner Hund. So, ich habe hier das Ding aufgestellt. Und wenn man hier mal guckt, ich brauche 14 Wasser, habe ich, 10 Holz, fertig, ein Fisch gestellt, eine Köderbox und ein Fass, fertig. Das gilt hier. Das ist cool. Dieses Ding wird mitgenommen hier, ne? Und das hier soll wohl das Holz sein, keine Ahnung. Zählt. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Köderbox und das Fischgestell. Das dürfte ja wohl machbar sein, oder? Hallo Hund. Ja, ich bin gerade verwirrt. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, was wir für eine Köderbox brauchen. Für einen Fischgestell. So, das ist alles aus Holz, ne? Für ein Fischgestell brauchen wir Bauholz, Nägel und Seil. Und für eine Köderbox brauchen wir Bauholz, Blech, Nägel und Nashornkäfer. Nashornkäfer, wie sehen die denn aus? Aber wir hatten bestimmt schon welche, oder? Also wir brauchen nur Bauholz, Blech, Nägel und so weiter. Kriegen wir alles bei der Uschi. Warte mal, Bauholz. Was ist denn nochmal Bauholz? Das hier ist Bauholz. Gib mal mit. So. Und dann müssen wir jetzt einen Nashornkäfer finden. Nashornkäfer. Habt ihr gerade außerhalb... Ihr sollt hier im Gehege kacken. Schlimm. Vor allem muss dieses Schild da weg. Dieses, Leuchten irritiert mich doch sehr. Dieses gelbe Leuchten. Nashornkäfer. Wo sind denn Nashornkäfer? Da ist ein Osterei. Sind die auch an solchen Bäumen hier? Wow. Nashornkäferchen. Komm raus. Warum regnet es eigentlich so oft hier? Das schlägt mir ein bisschen aufs Gemüt. Kann ja auch sein, dass bei dem schlechten Wetter gar keine Nashornkäfer unterwegs sind. Wer weiß das schon? Osterei. So außen, weißt du? So, den Zitronenfalter nehmen wir auch mit. Nashornkäfer. Muss ja auch nicht irgendein Käfer sein. Es muss ja ein Nashornkäfer sein. Und das ist halt das Problem, wenn du die Sachen findest und dann verkaufst. Ja, dann hast du zwar Geld, aber dafür suchst du jetzt. Und wie das immer so ist, wenn man sucht, findet man es nicht. Ist euch das auch schon mal aufgefallen oder habe nur ich das Problem? Ich weiß noch, in so Spielen wie Flüff, also Fly for Fun, ne? Da gab es ja auch unzählige Spielershops. Und das gibt es ja auch in ganz vielen anderen Spielen, wo Spieler ihre gefundenen Sachen sozusagen feilbieten, nicht? Und wenn ich dann mit meinem kleinen Fussel-Elementor durch die Gegend gerannt bin
und neue Sachen suchte. Ey, ich habe gefühlt tausende von Shops durchsucht und nie das gefunden, was ich brauchte. Irgendwann mal durch Glück viel zu teuer, irgendwo vereinzelt auch nicht das, was ich haben wollte, aber naja. Und kaum, dass ich das gekauft habe, in jedem gefühlt zweiten, dritten, zehnten Shop war genau das, was ich suchte, in billiger, in besser. Ey, das war jedes Mal so. Osterei. Habe ich Schnecken dabei? Ja. Dann kann ich die auch sammeln. Dann nehmen die ja keinen weiteren Platz weg. Oh, da ist ein Blalalala. Das ist einfach nur fürs Geld, ne? Also. Aber wo könnten diese komischen Nashornkäfer sein? Das ist natürlich jetzt blöd, finde ich, dass ihr das mitmachen müsst. Aber das gehört zum Spiel. War anders geplant. Und so lernen wir auch die Gegend kennen. Kein Käfer. Jetzt gehen wir in den dunklen, tiefen Wald. Hoffentlich finde ich mich auch noch zurecht. Wo sind wir hier? Hilfe, Hilfe. Oh, immer am Baum hängen geblieben. Aha. Hier ist der Strand. Kann man Muscheln sammeln? Hilft mir aber nicht, weil ich brauche ja diese komischen Käfer. Schmetterling. Schmetterling. Wollte sich hinterm Baum verstecken. Aber jetzt mal ehrlich. Oh, ein Osterei. Ich brauche doch Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Oh, ein Osterei. Ja, das wird mit mir nichts. Oh, ein Osterei. Hallo, Käfer? Ist komisch, ne? Sonst hingen die doch reihenweise an den Bäumen rum. Ganz, ganz seltsam. Ich sehe schon wieder, das ist so eine Aufgabe für Offscreen. Denn das ist ja für euch, glaube ich, gerade mörderlangweilig, zuzuschauen, wie ich durch die Gegend renne und versuche, irgendwelche Käfer zu finden. Natürlich mich von allem anderen ablenken lasse. Oh, ich habe einen Erfolg. Schön. Kein Käfer. Na gut, okay, komm. Dann machen wir was anderes. Dann versuche ich mal, wenn wieder trocken ist, vielleicht hat es wirklich was damit zu tun, Käfer zu sammeln. Gerade diese speziellen. Ist ja nicht so einfach, ne? Nicht drumherum. Ich kann es einfach nicht lassen. Oh, ein Osterei. Hm? Wahrscheinlich bin ich schon an zig Käfern vorbeigerannt, oder? Ihr könnt ja mal laut rufen. Fussel, da war einer. Nicht, dass das was brächte, aber... Oh. Ihr könnt natürlich trotzdem rufen. In die Kommentare unten schreiben und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, wie das geht. Ne? Was macht denn den YouTuber glücklich? Hm, schätze dein. Weißt du doch. Weißt du doch genau. Manchmal wird mir da auch ein bisschen schlecht bei der Stimme. Ich stelle mir da immer so einen Mit-50er vor, der dann der jungen Dame ans Knie fasst. Ich weiß auch nicht warum. Das ist kranke Fantasie. Nee, also ich sehe keinen einzigen. Ich gehe mal in die Stadt.
So, die muss ja hier irgendwo sein, die Stadt. Ich könnte auf der Karte gucken. Könnte ich? Stadt? Landfluss ist übrigens, Nashornkäfer. Den brauchte ich auch, ne? War das nicht ein Nashornkäfer? Osterei. Schnecke. Die wird natürlich sofort verkauft, ne? Weil... Also... Nee, nicht das Gras, das Ei. Fussel. Wo ist denn die blöde Stadt jetzt? Die muss doch hier irgendwo sein. Ich weiß, ich könnte auf die Karte gucken. Aber ne, so ziehen wir das in die Länge. Und ich könnte vielleicht noch einen Nashornkäfer finden. Mit ein bisschen Glück. Die hängen auf jeden Fall an Bäumen. Ein Marienkäfer. Da, 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 da. Schöne kleine Musik im Hintergrund. Wie gefällt euch eigentlich die Staxelmusik? Ich lasse euch jetzt Zeit zu antworten. So, ist hier noch irgendwo so ein verkeimter Käfer? Karl! So, wieso Karl? Naja, Karl der Käfer. Wer kennt ihn nicht? Karl der Käfer wurde nämlich nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Denkt immer da dran. Der arme Käfer. So. Die Dinger sind aber wirklich dunkel, ne? Da will ich mich als Käfer aber auch nicht dran verstecken. Also einen habe ich schon. Aber das reicht natürlich nicht. Ich brauche ja zwei. Dafür habe ich noch ein Osterei. Ja, war ja jetzt eine sehr aufdringliche Folge, möchte ich sagen, wa? Wir können so ein Osterhasen-Gedöns bauen. Ja, den jetzt bitte nicht verkaufen. Okay. Schnecke. 300. Grashüpper. So. Mal eben nur noch verkaufen, weißt du? Dann ist Inventar wieder frei. Ich weiß zwar nicht, was man mit diesen ganzen wunderhübschen Schmetterlingen so macht, aber... So. Keine Ahnung, was ich hier mit diesem Gedöns soll. Hammer. Jetzt kommt, leg die doch mal da rein. Axt. Schaufel, 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 Schaufel. Wo ist meine Schaufel? Da ist meine Schaufel. Da ist die Spitzhacke und da ist das Netz. Da war noch ein Hubschrauber hier, so ein Dings da, so ein... Wisst ihr schon, ne? Komm, die Dinger verkaufen wir auch. Weil die machen nur dick. Das Schöne ist, ich muss ja offenkundig nicht essen. So. Jetzt wollen wir mal. Was können wir denn schon bauen? Wir können schon bauen ein Fischgestell. Ja. Das heften wir, pinnen wir uns an. Das müssen wir auf der Montierbank machen. Das ist hier. Und dafür brauchen wir dreimal Bauholz. Was ist jenes welches? Zweimal Nägel, zweimal Seil. 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 Was das alles kostet. Okay. Nehmen wir mein Bauholz wieder mit. Weil das haben wir. Und was brauchten wir noch? Dann war noch diese komische Köderbox, ne? So, die pinnen wir uns mal an.
Bauholzblechnägel. Wir brauchen ein Blech, einen Nagel. Einmal Nagel, Blech. Danke. Das legen wir. Bauholz, Nägel, Blech. So. Ah, das muss man schnitzen. Ja, nee, ist klar. Ich war da wieder mutig. Habe ich meine Schnitzwerkbank wieder nicht mitgenommen, ne? Oh. Na gut. Soll aber nicht das Problem sein, weil ich gehe jetzt nochmal eben schnell einkaufen. Und zwar wollte ich noch Kuhfutter kaufen. Das habe ich mir schon seit Wochen vorgenommen. Habe es natürlich nie gemacht. Und während ich hier noch Kuhfutter kaufe... Hallo, hallo, hallo. Kuhfutter kaufe... Ist das das? So, ja. Könnt ihr ja schon mal abschalten. Wir haben es für heute nämlich schon wieder geschafft. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für euer Interesse bei also mit und Staxel und so. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.